Reden ist nicht sprechen. Der Podcast aus der Akademie Deutsche Pop Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Reden ist nicht sprechen. Heute sind wir schon bei der Folge 4. Ich bin eigentlich stolz, dass wir schon so weit gekommen sind. Heute ist dabei die Judika. Hi Judika. Hi, freue mich auch dabei zu sein. Und wenn ihr jetzt so die Podcasts bis jetzt schon verfolgt habt, merkt ihr, der erste war jetzt noch nicht so toll, vielleicht war der zweite ein bisschen anders, der dritte noch was. Und wir versuchen eigentlich kontinuierlich unseren Podcast zu verbessern. Heute einmal etwas ungezwungener und vor allem, wir haben zwei Mikros heute. Jawohl, ich hoffe, man hört das. Wir hatten zwei Tonmeister hier, die uns geholfen haben. Sehr klasse. Danke da an euch übrigens, falls ihr das überhaupt hört. Vielleicht ja jetzt gerade. Vielleicht, die sitzen nämlich noch oben, nehmen uns auf. Ich finde es gut. Genau, die machen ihre Projekte hier und sind sehr hilfsbereit, die Leute. Ja. Und haben mir schon sehr viel geholfen, wenn ich irgendwelche Probleme hatte. Total klasse. Okay, jetzt aber zu dir. Judika, ja. Wo kommst du her? Wer bist du? Erzähl doch mal was von dir. Also ich komme ursprünglich aus Oettingen, da wo auch das Oettinger Bier herkommt, ohne Werbung machen zu wollen. Dieses, ich meine, das ist ziemlich verschrien. Diese gute, billige Flöre. Genau. Und da bin ich aber jetzt weggezogen, weil ich eigentlich eher in die Stadt wollte. Und weil ich von meinem Beruf weg wollte. Was für eine Stadt wolltest du denn wohnen? Mein Freund, mein Bruder wohnen hier, deswegen kam Nürnberg für mich nach. Ach, du wohnst direkt in Nürnberg? Genau, jetzt. Okay, ja. Alles klar. Mhm. Ja. Was wolltest du denn loswerden für einen Job? Ich habe davor als Holzmechanikerin gearbeitet und ich war überhaupt nicht glücklich und war auch ein bisschen traurig zu der Zeit, sagen wir es einfach mal so. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt was verändern, sonst wird es nicht besser. Und dann habe ich gekündigt und mich nach anderen Optionen Ausschau gehalten. Mir. Mhm. Holz. Holzmechanikerin, das ist der industrielle Schreiner quasi. Okay, also ist schon der Schreinerberuf, ja, an sich. Aber später bist du halt dann eher an der Maschine, bedienst halt Maschinen. Okay, so dann für Fensterbau, für Häuslebau, genau. Bist du einfach bloß. Und ich war für Türen. Mhm. Ja. Okay, interessant. Und ja, warum sprechen? Das hat mich schon früher interessiert. Also als ich klein war, war so Schauspieler so ein Traum, aber ich habe mich nie getraut. Und das heißt, du hast da auch keine Erfahrung drin oder hast du schon mal jemals so kleine Theatergruppen in der Schule? Bisschen, oder aber nur 2 bis 3 Mal war ich da, weil ich relativ spät reingekommen bin. Habe ich in der Schule Theater gehabt und ich habe schon mal an einem Vorlesewettbewerb teilgenommen in der 5. Klasse. Aber das wirklich, ja, das gibt's. Ich kenne das nur aus USA, aus den Filmen, ne? Da ist es doch immer so. Ja. Aber mehr Erfahrung habe ich noch nicht gesammelt. Okay. Und dann bist du an die Deutsche Pop gekommen. Gab es irgendwie noch andere Alternativen? Oder? Ich habe also vor 2 Jahren oder so schon mal nach Ausschau gehalten, wie ich denn so in die Richtung kommen könnte. Und da habe ich die schon mal getroffen, aber da war das noch abwegig für mich. Und da ich jetzt dann an dem Punkt war, dass ich eine Änderung wollte, habe ich halt dann wieder gegoogelt und habe mich dann für die Deutsche Pop halt entschieden. Was war denn noch zur Auswahl, wenn du sagst entschieden? Naja, es so zu probieren, einfach. Also einmal sich selber beizubringen? Ja, genau. Auch Privatunterricht geschaut? Oder wie? Nee, das habe ich nicht geschaut. Also für mich war das eigentlich direkt ansprechend. Und auch, weil es in Nürnberg ja auch eine Stelle gibt. Für mich war es zum Beispiel auch ein Punkt, weil ich habe nach Privatunterricht auch geschaut. Ja. Wo es ist einfach schön, sich zu vernetzen. Also das mag ich eigentlich schon. Ja, stimmt. Allein, dass wir jetzt auch diesen Kontakt haben mit ganz Deutschland und Österreich mit zusammen, wo jeder mal mit reinkommt, der da Lust hat. Ja, voll. Finde ich sehr cool. Stimmt, das war auch, als ich an einem Open Day hier war, die hat halt auch gemeint, dass man die Leute kennenlernt und das hat ja auch was gegeben. Und ich war eben auf dem Open Day und danach habe ich mich dafür entschieden, dann hierher zu kommen, weil die Leute halt sehr sympathisch waren. Auf jeden Fall, man muss bloß eins dazu noch sagen, es passiert nicht automatisch, dass man irgendwelche Leute hier kennenlernt. Nee. Man muss schon echt aktiv sein, Leute zusammenholen, reinschreiben. Ja, so dann wie du das machst. Zum Beispiel. Aber ja, wir sind jetzt hier im 1. Semester und das 2. Semester kennen wir nicht, geschweige denn das 3. Semester. Ja. Eigentlich nur die Leute, die da in diesen größeren Gruppen mit drin sind, wo wir jetzt dann so Stimmgruppe aufgemacht haben. Genau. Also der Milan oder... Da gibt es dann eine Pop-Synchronstimme. Genau, Gruppe. Die Pop-Synchronsprecher, was über die komplette Pop geht. Genau, und das muss man aber und auch halt wissen. Und halt über Arndt, ne? Über diesen Unterricht. Da kam eigentlich dann viel, wo man sich kennengelernt hat. Ja, also Online-Tutorium ist das.
Genau. Was stellst du dir eigentlich vor unter dem Berufssprecher? Hat es dir da irgendwas extrem angezogen, wo du gesagt hast, boah, ich möchte unbedingt das und das machen als Sprecher? Also für mich sind es die Hörbücher, weil ich selber gern Hörbücher höre und früher halt gerne vorgelesen habe. Also ist jetzt nicht gerade der weltbewegendste Grund, Wem aber hast du vorgelesen? also eben in diesem Vorlesewettbewerb oder meiner Mutter manchmal. Okay. Genau, aber das ist eben eine Weile her. Also es war dann eine lange Pause dazwischen. Wie war jetzt die Frage nochmal? Ob dich da halt generell was angesprochen hat. Ah, Wenn du genau. sagst, Hörbuch ist Ja. eigentlich dein Genre gewesen, warum du das gemacht hast. Hörbuch, aber jetzt auch mit, wo wir hier sind, ich finde alles interessant. Also Schon, ne? schon, ja. Also es klingt alles super interessant. Könnte man in jede Richtung gehen, oder? Im Grunde schon. Ich weiß bloß nicht, ob ich als Nachrichtensprecher Ja, glücklich ja. wäre. Aber so alles, wo man so ein bisschen Schauspiel, wo man ein bisschen lebendig was erzählen kann oder Ja, Worte zum ja. Leben erweckt, das ist klasse. Würde mir auch gut gefallen. Ah, Mist. Oh, Moment, ich muss mein Handy nochmal ganz leise machen. Ja, dann bist du an die Deutsche Pop gekommen. Jawohl. Auch durch diesen Open Day. Yes. Hast du dir mal die Rezensionen dazu durchgelesen im Internet? Ja, Die waren furchtbar, ne? richtig furchtbar. Das war auch ein Grund, warum ich es auch fast nicht gemacht hätte. Ja. Aber ich habe da auch dann mit meiner Familie drüber geredet, ob ich es dann überhaupt machen soll. Aber die meinten, wenn dir die Leute getaugt haben, dann soll ich das machen. Wenn manchmal ist es ja so, dass das, was sich gut anfühlt, dass man dem nachgehen soll und dann führt es dann schon auf den richtigen Weg oder einfach das machen, was sich gut anfühlt und deswegen. So habe ich auch gedacht, weil wenn Ja. die Leute sich beschweren, vielleicht hätte ich mit Stimmt. denen auch überhaupt keine Lust gehabt, irgendwas zu machen, keine Ahnung, ich Ja, weiß es und nicht. oft ist es Aber ja auch so, das hast du letztes Mal schon gesagt, aber man schreibt meistens Rezensionen oder Kommentare, wenn einem was nicht gefallen hat. Und wenn es einem gefällt, dann macht man oft keinen Kommentar dazu, weil man dann. ja, dann ist man glücklich und geht voran, Genau. sozusagen. Dann Yes. hat man gar keine Zeit, weil dann hat man die Aufträge, dann ist man in diesem Ding einfach drin. Ja. Genau, so kann man das natürlich auch sehen. Hast du denn irgendwelche Vorbilder? Wo du sagst, Hörbücher ist so dein Ding, gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, diese Stimme, das war eigentlich, wo ich immer Also, abgedriftet bin oder die mich verzaubert hat, keine Ahnung. wir haben ja die Aufgabe, uns da ein bisschen zu informieren. Das ist auch ein Ding, ja, genau, was Ja. dir so am besten fällt und warum. Und ich habe, ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall einige unterschiedliche Stimmen, aber ich habe jetzt kein direktes Vorbild momentan noch. Ist immer ganz gut, eigentlich ein Vorbild zu haben, wo man sich ein bisschen orientieren kann, glaube ich. Aber ja, ich glaube, jeder so ein bisschen. Es gibt natürlich Leute, die einem besser gefallen, aber ja, habe ich jetzt keine. Ich Kein, habe dann, hast du einen? das Wer habe ich ist? gesagt, das war Wolfgang Pampel auf jeden Fall. Ja. Der hat da diese Dan Brown Bücher gelesen. Das fand ich sehr cool, aber ich habe dann auch später nochmal nachgedacht und mir kam dann eigentlich ist es, wie heißt er nochmal, Mortimer Folchert. Mortimer. Und Und was macht. zwar, das ist der aus Tintenherz, kennst du die Geschichte? Oh Der, ja. was die Leute aus den Büchern rausliest, auch Ja, Zauberzunge genannt. finde ich auch witzig in Das fand ich Bezug. so geil und genau das hat mich so angesprochen. Irgendwie Ja. diese Fantasie, man kann irgendwas aus einem Buch rauslesen. Voll. Und deswegen war das eigentlich, muss ich sagen, mein großes Vorbild, was ich immer gesehen habe, Wenn ich auch cool finde, ist, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, er ist nicht so gut und es gibt Leute, die lieben ihn. Der Rufus Beck. Also ich liebe, wie er Harry Potter gelesen hat, aber es gibt auch Leute, die sagen, das ist zu übertrieben. Aber ich bin Fan davon, dass er so viele unterschiedliche Stimmen reingebracht hat. Also das muss man ja können und die Stimmen beibehalten. Das ist wow. Aber ich meine, da sieht man dann auch schon, wenn da so Kontroversen gibt, was einem gefällt und was nicht. Ja. Deswegen muss man sich irgendwie keine Angst machen, dass die eigene Stimme vielleicht nicht so gut ist wie Ja, die klasse Hörbücher, die ich gern höre man und da kann nicht von strebe ich jedem hin. gemocht werden. Auf So, jeden oder? Fall, ne? Also Ja. man muss diese angenehme Stimme erlernen, denke ich hier, was wir sehr gut machen hier in dem Kurs. Und jede Stimme ist irgendwie wichtig, ne? Jede Stimme hat ihren Platz, finde ich. Yes. Wo sie die richtige Rolle hat oder das richtige Buch hat. Du hast dich dann gleich eingeschrieben. Machst du dann jetzt eigentlich alle drei Module gleich? Mal gucken. Mal gucken. Also das heißt, du hast erstmal nur den ersten gebucht. Genau, ja. Und du? Warum? Machst du alle Ich drei? habe gleich alle drei gebucht. Ah, okay, krass. Dieses Schnäppchen Ah. angeboten. Ja, einfach, weil es ja auch Geld ist und ich ja dann mit dem Umzug
nicht wusste, ich wusste da noch nicht genau, wo es dann für mich hingeht. Also jetzt arbeite ich in der Gastronomie erstmal und hatte aber das zwar schon geplant, aber es ist natürlich dann so, dass mein Hauptjob, wo ich eigentlich nicht schlecht verdient habe, dann weg ist. Und deswegen wollte ich jetzt auch nicht alles verballern. Ja, ja. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und wie ist es da? Kann man den jobben noch eigentlich so wie in den Baumärkten oder sowas? Du meinst als Holzmechanikerin, oder? Ja. Bestimmt könnte man das machen. Also ich bin ja auf den Baumärkten unterwegs, weil ich noch andere Sachen baue und ja. sowas. Und da sehe ich halt immer, die haben nicht so viel zu tun. Also die scheinen gar nicht so ein schlimmes Leben zu haben. Da drin. Okay, aber das Wichtige ist, denke ich, schon auf jeden Fall, sich um dieses Sprechen auch zu kümmern. Ja, voll. Genau. Was machst du dafür schon? Also die Übungen, die wir hier machen. Und was ich auch versuche, was mir anfangs schwer fällt, einfach wenn ich irgendwo hinlaufe, dass ich die PPTTKK übe, weil die Leute denken sich dann vielleicht so, okay, was ist mit der los? Aber ich weiß nicht, es ist halt bei mir momentan halt auch wenig Zeit, weshalb ich halt dann auf dem Weg irgendwo hinschaue, dass ich die Übungen wenigstens hinkriege. Atmung. Mhm. Atmung schaue ich auch, weil ich immer sehr oben geatmet habe, dass ich das runter in den Bauch kriege. Ja, vorlesen, dass ich auch mal nicht leise lese, sondern mir das laut vorlese. Ja, das Prima Vista lesen? Genau, mhm. ja. Genau, da mache ich auch recht viel mit. Ja. Genau. Was machen wir denn noch? Vokale üben. Du meinst, sie nach vorne zu holen. Ja, mein Ding ist ja, dass ich immer sehr für mich selber spreche. Das sagt ja die Michaela immer. Mhm. Und das, was ich auch übe, ist dieses Punktsprechen, dass ich so mir vorstelle, da in der Ferne, da will ich hinsprechen. Ja, ja. Das habe ich jetzt die letzte Woche gemacht, weil ich hatte ja einen Schreckschuss. Das heißt, ich hatte sehr wenig Zeit zu üben und mir wurde dann gesagt, man hat keine Verbesserung gesehen und deshalb habe ich mir jetzt die Woche ein bisschen Mühe gegeben und auch nicht ganz so viel gearbeitet, habe geschaut, dass ich Freizeit kriege, in der ich dann üben kann. Okay. Und, aber ja. Ich finde, du kommst schon besser raus. Also ja. Am Anfang warst du schon viel in dich gekehrt, jetzt beim Podcast, super. Geht also schon es geht absolut in die richtige Richtung. Genau, was sind denn deine Erwartungen? Das haben wir noch so eine Frage, was wir jedem gestellt haben. Ne? Ja. Du bist ja jetzt an die Pop gekommen, nur mit einem Kurs. Ja, ja. Reicht dir schon ein Kurs für irgendwas? Oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Aber also erstmal meine Erwartungen, wie du ja weißt, also mein Hauptding ist, dass ich aus mir rauskomme. Mhm. Also wirklich, weil ich einfach sehr schüchtern bin, dass ich da lerne, auch aus dem Bauch zu sprechen, aus mir rauszukommen. Und ich möchte dann natürlich schon in die Richtung Hörbuch gehen, aber so dieses erste Ding, was ich möchte, ist sprechen lernen, so dass man mir zuhört. Also dass ich halt Leute anspreche und nicht nur zu mir spreche. Was ich ja oft gemacht habe, in mich reingesprochen. Ja. Und dann wird man überhört und das wollte ich halt auf jeden Fall auch loswerden. Also ist jetzt so der Berufswechsel jetzt gar nicht so der Hauptgrund, oder? Oder doch? Mhm. Also für mich kommt es so vor, als dass du eigentlich selber an dir arbeiten ja. auch möchtest. Ja, ne? Voll. Als einen großen Teil davon. Genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon ja. viel von dir gehört. Und wir sind echt gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Das hoffe ich. Vielleicht gewinnen wir noch jemanden dazu. Ein paar haben sich vielleicht noch gemeldet, dass wir noch welche in die Runde 1 bekommen. Runde 2 wollten wir dann machen nach den Zwischenprüfungen. Und genau, da wollen wir mal schauen, wie sich jeder fühlt und wie er angekommen ist. Wie man sich verbessert hat vielleicht. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Ich denke, da kann man dann bestimmt noch einiges sagen, was man dann diesen kleinen Weg, auch wenn es jetzt nur ein paar Monate waren, aber ich denke, das ist schon einiges, ja. wo man ja, ein gutes Potenzial hatte, da rauszukommen aus sich oder was zu machen. Cool. Also danke, Heiko, dass ich hier mit dir bei dem Projekt mitmachen darf. Auf jeden Fall. Ich habe mich voll gefreut, dass du da warst. Ja. Und es war eine schöne Unterhaltung. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch was gebracht, euch gefallen. Und wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Und ansonsten hören wir uns dann bei Folge 4 oder vielleicht Runde 2. Sehen wir dann weiter. Okay, dann macht's gut. Tschüssi. Tschüss.